Die Fahrrinne ist eng, immer wieder friert sie zu. Der Eisbrecher hält sie mit seinen 10.000 Tonnen Gewicht offen, für Stunden jedenfalls. Ein ständiger, unerbittlicher Machtkampf zwischen Natur und Technik. ...40.000 Liter Diesel pro Tag verbraucht der Gigant, um das Eis zu knacken und festgefahrene Schiffe abzuschleppen. Unsere Reise beginnt im finnischen Oulu an der nördlichen Ostsee. Die Industrie an der Küste ist auf freie Seefahrtswege angewiesen. Bleiben die Schiffe aus? Geht nichts mehr. Offene Schiffspassagen den Winter über sind in Finnland eine Aufgabe des Staates. Er stellt die Eisbrecher inklusive Besatzung. Wo andere festfrieren und im Eis stecken bleiben, schafft das dieser Riese hier spielend, sich frei zu strampeln. Denn in seinem Inneren schlummern 20.000 PS. Nach 3 Wochen draußen im Eis hat die Consio für kurze Zeit im Hafen festgemacht. Mit frischem Sprit, Proviant und neuer Besatzung legen wir um 15 Uhr ab. Jetzt, Mitte Februar, hat der Winter Land und Meer am Polarkreis besonders fest im Griff. Die Arbeit auf See wird anstrengend für Schiff und Mannschaft. Schiffe der Eisklasse 1A sind so verstärkt, dass sie 1 Meter dickes Eis durchfahren können. Aber das haben nicht viele Pötte in Europas hohem Norden. Sie verlassen sich da auf die starken Brüder der Seefahrt, die Eisbrecher. Wir haben abgelegt. Die Eispatrouille kann beginnen. Für die Männer hier an Bord ein ganz normaler Job. Für uns ein ungewöhnliches Abenteuer. Was wie graubrauner Schotter aussieht, ist schnell zufrierendes Eis. Das Meer hat einen geringen Salzgehalt. Deshalb wächst es schneller, wird hart wie Beton und bis zu 15 Meter dick. Für die Eisbrecher eine Sisyphos-Arbeit und doch überlebenswichtig für den äußersten Norden Europas. ...100 Meter von uns haben es sich besonders abgehärtete Finnen gemütlich gemacht. Bei minus 10 Grad ist das Eis bereits extrem fest. Gut für die Anhänger von Finnlands Wintervolkssport Nummer 1. Eislochangeln in grimmiger Kälte. Eisbrecher sind das Stärkste, was die zivile Schifffahrt zu bieten hat. Mit ihrer schieren Masse und ihrer Motorleistung zermalmen sie die Eisplatten und verwandeln sie in einen scheinbar kochenden Brei.
Für ein paar Stunden ist nun der Weg frei von und nach Oulu. In unserem Fahrwasser folgt ein Frachter. Noch kommt er gut voran. Nicht mehr lange und er wird unsere Hilfe brauchen. Das Eis wird allmählich dicker, die Luft kälter. Auch wenn es ungewöhnlich aussieht, ein Gesichtsschutz ist das Beste jetzt gegen Erfrierungen. Unser Kurs geht nach Norden Richtung Kemi. Je weiter wir hinausfahren, desto fester wird das Eis. Am Horizont ein weiteres Schiff, das vor den Schollen kapitulieren muss. Es sitzt fest und bittet per Funk den Eisbrecher um Hilfe. Aber wir haben bereits zu tun. Minuten auf See, die erste Überraschung. Das nachfolgende Schiff hat es nicht geschafft. Es steckt im Eis fest. Der Eisbrecher muss es jetzt buchstäblich abschleppen. Die Sinimeri hinter uns hat schlapp gemacht. Rückwärts gleitet die Consio vorsichtig Richtung Frachter. Ein ungemütlicher Job. Der Vorteil für die Schiffe im Schlepptau: Sie kommen viel schneller voran als mit eigener Motorleistung und sparen dabei sogar Sprit. Der staatliche Service ist gratis. Finnland braucht den Seehandel, auch im Winter. Mit einer Stahltrosse kommt das Schiff an den Haken. Konzentration auf der Brücke. Per Rückspiegel behält der erste Offizier das Geschehen im Auge. Oben in der 5. Etage hat Harri Saarlonen die Situation im Griff. Er ist jetzt der Eisbrecher. Jeder Tag ist busy hier draußen. Und das Schiff hinter uns ist zu schwach? Braucht es Hilfe? Needs your help? Yes, too weak, yes. Ja, es ist zu schwach. Es bräuchte sehr viel mehr PS. Hat es aber nicht. Und die gleiche Situation haben wir da draußen nochmal. Werden Sie dem Schiff auch helfen? Ja, später dann. 30 Meilen von hier liegt der andere Tanker. Wann wird das Schiff denn hier hinter uns alleine fahren? Ich denke, so etwa in einer Stunde. Wir nehmen es von der Trosse nach dem Leuchtturm dort. Das könnte gehen. Ist das Eis denn jetzt sehr dick hier? Ja, hier, überall zwischen Kemi, Tornio und Oulu. Wie dick? Ist schwer zu sagen, der Wind hat alles zusammengepresst. Es kann 5 Meter dick sein oder 50 Zentimeter, es können auch 15 Meter sein. Es ist schwierig. Wir haben hier große Eisströmungen und sogar wir müssen dann drum herum fahren. Nicht immer reicht es, wenn Eisbrecher die Fahrrinne für die nachfolgenden Schiffe freihalten. Oft muss dieser starke Bolide hier auch mit einem Abschleppseil den nächstfolgenden Kollegen an den Haken nehmen und buchstäblich durchs Eis ziehen. Wir müssen vom Achterdeck. Die Stahltrosse könnte unter den enormen Belastungen reißen. Die Besatzung des Eisbrechers hat hier im Eismeer das Sagen. Sie bestimmt, wer wann wie wohin geschleppt und geholt wird. Auch als Lotse arbeitet die Consio. Im Maschinenraum 7 Decks tiefer brüllen die Aggregate.
Der erste Ingenieur Timo Pajari zeigt uns sein Reich. 20.000 PS. Das Schiff produziert so viel Energie, dass damit eine Kleinstadt versorgt werden könnte. Mitte der 80er Jahre entstand der Bolide. In einer Minute kann er 30.000 Liter Wasser umpumpen. Das macht das Schiff extrem manövrierfreudig. Es schaukelt sich sozusagen durchs Eis. Jetzt arbeiten zwei Maschinen, erzählt er uns. Und wie viel Liter verbrauchen die Maschinen pro Stunde? Weiß ich nicht im Augenblick. Ein Lichtblick. Die Mahlzeiten. Offiziere und Mannschaften essen getrennt. Der Lärm draußen ist ohrenbetäubend. Wir passieren Platten, die einen halben Meter dick sind. Steinhart gefrorenes Wasser lässt das Schiff erzittern. Die rostfreie Stahllegierung am Rumpf des Eisbrechers ist härter als das härteste Eis. Es gibt nicht einmal Kratzer. Es ist kurz vor 7 Uhr abends, wir sind 4 Stunden unterwegs und hier draußen wartet jetzt der nächste Frachter, der stecken geblieben ist und auf unsere Hilfe wartet. 9 staatliche Eisbrecher sind den Winter über im Einsatz. Seit 30 Jahren hält Finnland seine Häfen im Norden eisfrei. Der Lärm von Metall auf Eis an Bord erinnert an eine Müllpresse. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Rendezvous bei Nacht sind normalerweise etwas Romantisches, das hier nicht. Es ist ein ganz profanes Abschleppmanöver. Der Eisbrecher zieht das schwächere Schiff aus dem Packeis. "23 Menschen arbeiten an Bord der Consio. Alle Offiziere sind erfahrene Seeleute und zählen zu den Besten ihrer Zunft. Der Job ist begehrt, auch wenn die Arbeit viel verlangt. Fehler beim Abschleppen eines Schiffes darf sich ein Eisbrecher nicht leisten. Rund um die Uhr sucht die Consio festgefrorene Schiffe und holt sie raus aus dem Klammergriff der Eiskristalle. Vor den Häfen brauchen die Schiffe alle einen eigenen Lotsen. Und der kommt mit einem Spezialtaxi. Ein propellergetriebenes Vehikel auf Kufen. Der Schlitten steuert ganz nah an die aufgebrochene Fahrrinne heran.
Dort wartet der Lotse dann aufs Übersetzen. Vorsichtig nähert sich der Propellerschlitten dem offenen Wasser. Nur das Licht der Scheinwerfer zeigt, ob das Eis trägt. Die letzten Meter Richtung Fahrrinne bewältigt der Lotse mit einem Aluminiumsteg. Ausrutschen darf man nicht. Ein kitzliges Geschäft, vor allem nachts und bei schlechtem Wetter. Mit dem Propellertaxi geht's dann zum nächsten Kunden. Wir sind auf der Orca Yards Werft in Helsinki. Die Finnen konstruieren hier seit 1939 Eisbrecher. Weltweit haben sie damit die meiste Erfahrung. 50 Giganten wurden hier gebaut, auch die Consio. Dieser Riese dampft bald durch das Polarmeer. 8 Meter Tiefgang. Die Elektropropeller drehen sich bei Bedarf um 360 Grad. Der Koloss entstand in 18 Monaten und wurde im Auftrag eines Ölkonzerns gebaut. Er wird bald als Versorger in der Arktis nördlich Sibiriens eingesetzt und muss deshalb auch ein Eisbrecher sein. Wie lange brauchen Sie, um solch ein Schiff zu bauen? Wir sind ziemlich schnell hier. Vom Vertrag bis zur Auslieferung vergehen gerade mal 18 Monate. Wie viele Leute bauten denn daran? Im Schnitt 400 bis 500 Mann. Was ist das Schwierigste, wenn man einen Eisbrecher baut? Wir haben 60% aller Eisbrecher weltweit gebaut. Es gibt da für uns eigentlich keine Probleme. Aber um so ein neuartiges Schiff zu entwickeln, denn es ist ein Multifunktionsschiff, das hauptsächlich mit dem Heck das Eis bricht, das hat in der Entwicklung 10 Jahre gebraucht. Ist das Schiff denn sehr stabil? Oh ja, es ist sehr stark. Wie stark? Megawatt, 20.000 PS, um Ihnen mal eine Vorstellung zu geben. Das Schiff kann durch 20 Meter dickes Eis fahren, tiefer als das Schiff selbst. Es kann damit die Ölplattform auf jeden Fall erreichen. Kombi-Eisbrecher sind gefragt. Wie verhalten sich Schiffe bei Eisgang? Hier in diesem Eiskanal in Helsinki werden sie auf Herz und Nieren im Modell geprüft. -7 Grad herrschen hier. Alles, was in Eis schwimmen und bestehen muss, wird im Modell gründlich getestet. Dann nach den Versuchsergebnissen gebaut. Die Probefahrten im Mini-Eismeer dauern ihre Zeit. Das ganze Jahr über herrscht hier Winter. Die Strömungsverhältnisse und das Verhalten des Schiffskörpers in verschiedenen Eissituationen werden hier simuliert. Eine anspruchsvolle Arbeit? Ja, durchaus. Da sich das globale Klima ändert und es wärmer wird, sind viele internationale Organisationen jetzt daran interessiert, auch in arktischen Regionen Öl zu fördern.
beispielsweise in Nordrussland. Ihre Auftragslage hängt also auch vom Ölpreis ab? Ja, der Ölpreis bestimmt unsere Jobs. Wenn der Ölpreis hoch ist, überlegen sich viele Multis im Norden nach Öl zu suchen. Warum? Ja, weil es dort Öl- und Gasvorräte gibt. Untersucht wird in dem Eiskanal alles, was im Permafrost bestehen muss. Eisbrecher, eisgängige Öltanker und Ölplattformen. Nach 7 Tagen wissen die Ingenieure, wie die Konstruktion beschaffen sein muss, um im Eis zu bestehen. Für das Militär war und ist Eis ein strategisches Problem. Um die riesige Eisplatte der Arktis wetterunabhängig zu durchqueren, setzen die USA auf U-Boote. ...1958 gelang es zum ersten Mal der atomgetriebene Nautilus tauchend den geografischen Nordpol unter dem Eis zu erreichen. Die USS Kate tauchte dann 1959 am nördlichsten Punkt der Erde auf und brach dafür durch das Eis. Eine Prozedur, die seither immer wieder praktiziert wird. Taucher müssen nach dem Kraftakt durch die tonnenschweren Eisplatten den Schiffsrumpf auf Schäden untersuchen. Die US-amerikanischen Streitkräfte präsentierten die spektakulären Passagen stets als technologische Sensation. Die schwimmenden, tieftauchfähigen Raketenbasen sollten mit ihren Aktionen aber vor allen Dingen eines, die damalige Sowjetunion, einschüchtern. Bereits Ende der 40er Jahre wagten sich dafür amerikanische U-Boote unter das Eis. Mit den atomgetriebenen und damit außenluftunabhängigen Monstern gelang das bis dahin Unmögliche. Eisbrecher von unten. Auch sie sind extrem verstärkt gegen den enormen Druck des Eises. Bis heute gehen in der Arktis US-Atom-U-Boote auf Eispatrouille. Die russische Arktika wurde 1975 in St. Petersburg gebaut. Als erster Atomeisbrecher brach sie 1977 zum Nordpol durch. Sogar einen Eisbären hatte die Besatzung als Maskottchen an Bord. Von Mai 99 bis Mai 2000 war die Arktika als erstes Schiff der Welt ein Jahr auf See, ohne einen Hafen angelaufen zu haben. Weniger stolz unterwegs die deutschen Eisbrecher Usedom und Eberswalde auf der Oder. Gemeinsam mit einem polnischen Schiff halten sie in strengen Wintern die Wasserstraße eisfrei. Ein mühsames Geschäft. Wieder und wieder wirft sich der Verband auf die dicken Eisplatten, bis sie unter der Wucht nachgeben. Auch in der deutschen Bucht regiert oft wochenlang das Eis.
Diese Tonne hat keinen Motor. Es ist das Nordseeeis, das sich bewegt. Die Mellum hat ihren Einsatzort erreicht. Sie ist das modernste Mehrzweckschiff Deutschlands und ein Eisbrecher. Normale Tonnenleger kommen gegen das Eis nicht an. Nur die Mellum schafft das. Ein gefährlicher Job. Wer über Bord geht, überlebt höchstens Minuten. Das driftende Eisfeld hatte die Tonne selbstständig gemacht. Nun muss sie an ihre exakte Position zurück. Die großen Tanker brauchen die Wegmarken im Meer, um im Fahrwasser zu bleiben. 7 Tage lang bleibt die 16-köpfige Besatzung auf See. Wo Stahl und PS nicht hinkommen, hilft nur noch Dynamit. Elbe-Eisgemälde aus Norddeutschland. Grimmige Januarkälte verwandelte den Fluss 2003 in ein Tiefkühlfach mit unzähligen zarten Eisinseln. Wir sind zurück an Bord des Eisbrechers Conzio im hohen Norden der Ostsee. Ein Holzfrachter steckt im Packeis fest. Ein Fall für den schwimmenden, stählernen Eiskönig. Von der Brücke unseres Eisbrechers aus wirkt das festgefrorene Schiff wie Spielzeug. Gleich wird es abgeschleppt. Jeder hier draußen hat sich nach den Anweisungen des Eisbrechers zu richten. Er bestimmt, wo es lang geht. Kapitän Vartiainen, 57, liebt den Job hier draußen, wie jeder an Bord. Jede Schicht hat neue Herausforderungen für ihn und sein Schiff. Ja, it's very nice. Kapitän sein ist ein schöner Beruf, wirklich. Ich liebe ihn. Wie sieht's denn mit dem Eis aus? Ändert sich das? Ja, weil es so windig ist diesen Winter. Jeden Tag bewegt sich dadurch das Eis in völlig unterschiedliche Richtungen. Und das macht es für uns so schwer. Ist das Eis Ihr Feind? Nein, das Eis ist eher mein Freund. Früher landeten hier die Eispatrouillen-Hubschrauber. Sie brachten ihre Daten, ihre Erkenntnisse direkt auf die Brücke des Eisbrechers. Diese Zeiten sind vorbei. Heute liefern Satelliten alle 2 Tage erstklassige Bilder aus dem All. So sieht das Meer zwischen Finnland und Nordschweden auf dem Monitor aus. Das Eis ist grau, die roten Linien sind Untiefen, die bunten Würfel Schiffe, erfasst vom Radar. Sie werden alle früher oder später Hilfe brauchen. Das eine Schiff hat nun die eisfreie Zone erreicht und für uns wird es jetzt Zeit, das Schiff einmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Wir steigen um in den Korb des Kranauslegers. Die Conzio kämpft sich mit aller Macht durch die Schollen. Draußen herrscht den ganzen Winter über ein Machtkampf zwischen Natur und Technik. Nur wer viel Stahl und noch mehr PS hat, kann die störrischen Eisschollen besiegen. Sechs Stunden frei, 6 Stunden Schicht. So ist der Rhythmus an Bord. Kein Vergnügungsschiff. 3 Wochen Dienst, dann 10 Tage Landgang. 9 Eisbrecher halten Finnlands Häfen den Winter über offen.
Der Eisbrecher hat jetzt mächtig zu kämpfen, denn das Eis hier unter uns ist ziemlich dick und es braucht ziemlich viel Energie, um jetzt diese Schollen zu passieren, um dann dem Schiff, das hier festliegt, zu Hilfe zu kommen und es wieder flott zu machen. Acht Schiffe haben wir in 27 Stunden freigeschleppt. Die Conzio bringt uns in der Abenddämmerung zurück. Und was macht ein Eisbrecher, der ausgedient hat, zu klein geworden ist für die Giganten, die heutzutage unterwegs sind? Er schippert Touristen durchs Eis und liefert ihnen jede Menge Spaß. Der kleine Oldtimer neben uns ist längst ein Geheimtipp. Der Eisbrecher Sampo, ein 30 Jahre altes Schiff. Ein Koloss, aber längst zu klein, um für moderne Riesenschiffe Passagen ins Eis zu pflügen. Nun nimmt man Touristen mit. An diesem Samstag ist die Sampo fast ausgebucht. Die 130 Gäste kommen aus der ganzen Welt. Sie suchen den Spaß am Gefrierpunkt und werden ihn bekommen. 3.500 Tonnen gezähmtes Eisen bahnt sich seinen Weg. Seit Ende November ist die Ostsee zugefroren. Volle Fahrt voraus durch ein gefrorenes Meer. Die Tage hier sind kurz, das Licht begleitet uns nur 4 Stunden lang. Noch ist das Eis dünn. Mühelos nehmen wir Kurs hinaus auf die See. Unter der Wucht der Motoren vibriert die Reling. Im Bauch hämmern die Maschinen. 8.800 PS. Der Ingenieur kontrolliert die Leistung mit einer Art Billardstöckchen. Für die 16-Mann-Besatzung ist die Sampo eine alte Lady. Man muss behutsam mit ihr umgehen. Mit Mofa-Geschwindigkeit stampft der Eisbrecher durch Schollen und Fahrwasser. Drinnen wird Lachssuppe serviert. Den Sommer über ist das Schiff ein Hafenrestaurant. Der Wind ist eisig. Die Sonne sinkt bereits. Es ist 14 Uhr. Ein frostiger Dämmerturn. Für die Gäste ein Hauch von Nordpol. In der letzten Saison gingen 11.000 Eishungrige an Bord. Unter Deck ist jetzt Hochbetrieb. Fertig machen zum Eisbaden, dem Höhepunkt der Tour. Schuhe aus, rein, Reißverschluss bis zum Anschlag zu. Die Anzüge haben eine Thermoschicht und sind absolut wasserdicht. Schwabbellook ist ausdrücklich erlaubt. Vorsichtig, ganz vorsichtig, tapsen die Badegäste hinaus in die Kühlhausluft. Alles ist glitschig, an Deck liegt Eis. Schön langsam geht's Richtung Badestelle. Dort ist gleich Schichtwechsel. Die nächsten warten schon auf die Anzüge. 2, 3 Stufen noch und man steht auf dem Ostseeeis. Behutsam lässt der Sicherheitsoffizier die Urlauber ins Wasser gleiten. Auf die Mischung kommt es an, halb Teletubby, halb Walross. Das ist hier das Richtige, um gleich in das kalte, kalte Wasser zu steigen bzw. zu gleiten. Gedränge am Badeloch. Die Sampo hat einen kleinen Swimmingpool aufgebrochen. 0,5 Grad warm, 17 Meter tief. Planschen zwischen Schollen. Die eingeschlossene Luft hält einen mühelos über Wasser. Rasch sinkt die Sonne jetzt Richtung Horizont.
Jeder darf 5 Minuten rudern oder schwimmen. Mit etwas Glück wird einem herausgeholfen. Beine sortieren und ab ins Warme. Also das Eis ist hier ungefähr 20 cm dick. Man kann richtig drunter greifen und man selbst fühlt sich, als wäre man in eine Luftmatratze eingenäht. Man selbst fühlt von dem kalten Wasser hier überhaupt nichts. Es ist nur eine große Gaudi. Fast so, als wäre man schwerelos. Unfälle gab es bisher nie. Eigentlich alles ganz harmlos. Ciao! Reiseveranstalter bieten längere Eistrips an. Atomgetriebene russische Eisbrecher beispielsweise bringen zahlungskräftige, erlebnishungrige jeden Sommer ab Murmansk Richtung Arktis und zurück. 2 Wochen am Ende der Welt für $15.000 pro Person. Eine schwimmende Eisfestung mit Hotelbetrieb und Rummel wie beim Après-Ski. Ein Hubschrauber fliegt die Eishungrigen ins Nichts. Die atomgetriebene Jamal erreichte 1993 zum ersten Mal den Nordpol für Urlauber. Die GPS-Anzeige beweist eindeutig, dass man am Nordpol ist. Fürs Urlaubsfoto allerdings wird der Nordpol je nach Bedarf ins rechte Licht gerückt. Das Polarfeeling für gut Betuchte gibt es von Juni bis Ende August. Dann senkt sich die Polarnacht auf das Eis. Auf den staatlichen Eisbrechern Finnlands fällt die Entspannung bescheidener aus. Natürlich hat jeder finnische Eisbrecher eine Sauna, damit man den Feierabend hier draußen in der Kälte auch richtig schön genießen kann. Oder man trainiert im Fitnessraum beim Krach der berstenden Schollen. Wir nähern uns der Küste. Der Hafen von Kemi leuchtet durch die frühe Winternacht. Dann steigen wir aus im Korb. Nach 27 Stunden an Bord des Eisbrechers verlassen wir nun das Riesenschiff mit diesem Kranausleger. Denn die Kuntjo hat keine Zeit. Sie muss sofort wieder raus auf die Ostsee, Eis brechen. Die Besatzung des Schiffs wird noch 19 Tage auf See bleiben. Der Eisbrecher macht nicht einmal fest. Er hat es eilig. Draußen im Meer braucht man dringend seine Hilfe. Geschafft, wir sind wieder an Land in Kemi in Nordfinnland. Für uns war es eine aufregende Reise, für die Besatzung eher Routine. Schnell die Post in den Krankorb und es geht zurück ins Eis. Der Kranausleger schwingt noch über dem Wasser, da beschleunigt die Konzio wieder und peilt das nächste Schiff an, das irgendwo im meterdicken Eis aufs Abschleppen wartet. Keine 10 Minuten später hat die Konzio den Hafen verlassen und stampft wieder hinaus in die erstarrte Ostsee.
Erst im Mai ist das Meer eisfrei. Ganz von alleine.